Und jetzt steht sie bei uns, Annegret Kramp-Karrenbauer. Reibung erzeugt ja auch Wirkung. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Parteitag doch ein bisschen zu glatt ablief. Es gab wenig Gegenwehr, um es mal vorsichtig zu formulieren. Kann das richtige Aufbruchssignal sein, was die Union ja ohne Frage braucht? Also dieser Parteitag hat darüber entschieden, wie Deutschland in Zukunft aussehen kann, welchen Weg wir dorthin gehen wollen. Er hat gesagt, das will er gemeinsam mit seiner Vorsitzenden tun. Wir haben dazu vieles auf den Weg gebracht, vieles diskutiert, viele programmatische Grundlage gelegt. Ich habe immer gesagt, es ist ein Arbeitsparteitag und das hat sich bewahrheitet. Das heißt, die Personaldiskussionen sind jetzt beendet? Es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns inhaltlich neu aufstellen, dass wir uns Personal verbreitern. Und das hat man bei diesem Parteitag gesehen. Es gibt viele starke Köpfe. Ich habe ausdrücklich als Vorsitzende gesagt, ich wünsche mir viele starke Köpfe in dieser Partei. Die hat man hier erleben können und ich bin für jeden Einzelnen froh. Machen Sie doch bitte noch mal ein bisschen konkreter. Wo ist der Parteitag? Wo ist die Partei hier weitergekommen? Ich weiß, Leitantrag soziale Marktwirtschaft, Digitalisierung. Aber wo wurde richtig das Profil geschärft, was Sie so sehr eingefordert haben? Also Sie haben eben zwei Anträge erwähnt und einer davon, der Digitalisierungsantrag, ist einer, der unglaublich weitreichend ist. Ich weiß, dass das viele gar nicht so wahrnehmen, aber das wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen. Es ist ein wirklicher Kulturwandel, den wir hier auch fordern. Das ist aus meiner Sicht auch den Kulturwandel, den wir brauchen, um in der Digitalisierung einen richtigen Sprung nach vorne zu kommen. Insofern bin ich darüber sehr zufrieden. Und es ist uns in einem anderen schwierigen Thema, etwa im Ausgleich zwischen Landwirtschaft auf der einen Seite und Umweltschutz auf der anderen Seite, gelungen, hier noch einmal deutlich zu machen, warum wir die Union sind, der Ort, an dem Positionen zusammengeführt werden und eben nicht getrennt. Die Union führt seit 14 Jahren die Bundesregierung. Hat man bei der Digitalisierung dann vorher einfach geschlafen, auch als Partei? Nein, wir sind ja Schritt für Schritt vorangekommen und ich habe Helge Braun ja auch gedankt, habe auch gesagt, ich bin der Überzeugung, dass wir für die Zukunft einen Ort in der Regierung brauchen, wo das besser gebündelt ist. Aber das, worüber wir jetzt reden, das ist in der Tat ein Sprung, das ist eine Veränderung weg von Datensparsamkeit hin zu Datensouveränität und entsprechender Datensicherheit. Das ist etwas, was andere europäische Staaten schon vollzogen haben, was aus unserer Tradition nicht so ganz einfach ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das als CDU vorantreiben. Kurz zur sozialen Marktwirtschaft. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Wochen und Monaten die Wirtschaft quasi die Union immer ein bisschen so vor sich hertreibt. Man tue nichts für sie. Wie bringen Sie Olaf Scholz jetzt dazu, dass er auf die Unternehmen zugeht und beim Geld ein bisschen nachgeht? Na, einen Punkt haben wir ja schon gesetzt im Kompromiss um die Grundrente, der große Beteiligungsfonds über die KfW, über die Bank für Wiederaufbau, wo wir gesagt haben, das ist Geld, wo wir uns an jungen, wachsenden Unternehmen gerade in den Zukunftsbranchen beteiligen wollen, um sie nach vorne zu bringen. Das ist immer ein großes Anliegen von uns gewesen. Das sind 10 Milliarden, das ist unglaublich viel. Und wir wissen und haben auch gesagt, wir wollen die Rahmenbedingungen weiter verbessern, etwa beim Thema... Wollen Sie, aber was macht die SPD? Ja, aber wir haben ja auch Debatten zurzeit schon in der Regierung laufen, etwa zum Thema Unternehmenssteuerreform. Da wird der Finanzminister, das hat er angekündigt, Vorschläge machen. Es ist klar, das, was wir als Union wollen, geht darüber hinaus. Aber genau darüber muss man in einer Regierung dann eben auch reden. Zu Ihrer eigenen Rolle. Hier wird viel diskutiert unter Kollegen und Kolleginnen, Journalisten. Ob das so schlau war, die Machtfrage in Ihre Rede zu integrieren? Wie sehen Sie es jetzt einen Tag danach? Also es ist interessant, dass das eine Debatte der Journalisten ist. Also einfach nur so zwischen den Zeilen zu lesen. Das schon, aber keine, die die Delegierten an mich herangetragen haben. Ich habe bei meiner Rede sehr deutlich gemacht, wie ich mir das Deutschland im Jahr 2030 vorstellen kann, wie ich möchte, dass es sein soll. Und ich habe einen Weg beschrieben, habe gesagt, welche Themen wir anpacken müssen im nächsten Jahr. Familienthema, das Thema Erneuerung, auch Modernisierung der Rente. Und habe die Partei gefragt, ob sie diesen Weg gemeinsam mit mir gehen will. Und das hat die Partei gestern unterstützt. Und das ist die beste Arbeitsgrundlage für die nächsten Wochen und Monate. Dann kann ich Ihnen nicht ersparen zu fragen, dass die Kanzlerkandidatin auch Annegret Kramp-Karrenbauer heißt? Ich habe gesagt, wir führen die Partei nach vorne. Am Parteitag 2020 wird es entschieden und das soll auch so bleiben. Und wir werden dabei sein. Ich sage herzlichen Dank, Annegret Kramp-Karrenbauer.